Was derzeit an den Märkten passiert, vor allem an der Wall Street passiert, das kann man nur bezeichnen als Streik an der Börse. Wir sehen die geringsten Handelsvolumen in dieser Woche, seit es die Aufzeichnung der Daten gibt. Das ist wirklich unglaublich. Es ist nicht erklärbar. Vielleicht ist es die Blackout Period, die Zeit, also in der US-Aktien nicht ihre eigenen Aktien zurück oder US-Firmen nicht ihre eigenen Aktien zurückkaufen können. Es ist wirklich ein echtes Rätsel und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das Geschehen heute. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben gestern 35 Millionen von diesen Spider-ETFs gehandelt gesehen. Vorgestern waren es 34,9 Millionen, davor 39 Millionen. Normalerweise ist der Durchschnitt, liegt so bei 70 Millionen im Jahr 2019. Vor ein paar Jahren waren wir so zwischen 200 und 600 Millionen. Wir sehen also einen völligen Kollaps der Handelsvolumina. Und die Frage ist, woran liegt das? Hat das möglicherweise auch zu tun mit diesem Liquiditätsbedarf, den offenkundig Schattenbanken vor allem und Banken haben, der sich hier bei diesen massiven Repo-Aktionen oder bei diesem ganzen Geschehen, dass die Fed hier eingreifen muss, Liquidität zuführen muss? Gibt es da einen Zusammenhang? Hängen da Leute schief? Sind da möglicherweise Leute überhebelt und müssen sozusagen diesen Hebel reduzieren? Deswegen sehen wir da keine Umsätze mehr. Deswegen wird nichts mehr gekauft und auch nichts verkauft. Das muss man auch sagen. Gestern Amazon mit sehr schwachen Zahlen bzw. vom Markt als schwach aufgefassten Zahlen, weil das Wachstumspotenzial irgendwo so ein bisschen abhanden gekommen ist. Die Story bei Amazon war ja, unendliches Wachstum, das ist sozusagen der Player schlechthin. Jetzt sieht man, oh, die Kostenstruktur ist stark gestiegen und das Potenzial nach oben scheint geringer. Die Amazon-Aktie war vorher ja schon etwas schwächer in den letzten Monaten, hat nicht mehr den Takt vorgegeben, wie das vorher noch der Fall war. Aber schauen wir uns mal an, was in den USA weiter los ist. Wir haben hier den Macroeconomic Surprise Index von Citi. Wir haben die schlechteste Woche jetzt in dieser Woche seit, oder den größten Fall dieses Abweichungsindex, da wird also gemessen, wie stark die hereinkommenden Daten von der Erwartung, wie diese Daten ausfallen würden, abweichen. Die negative Abweichung ist derzeit sehr stark, gestern Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter, Verkäufe neuer Häuser, Industrieproduktion schwach, es ist alles sehr, sehr schwach, Einzelhandelsumsätze schwach. Und wir sehen, dass dieser Index so stark fällte wie seit April 2017 nicht mehr. Und das zeigt, dass die USA, wie ich das gestern gesagt hatte, eben im Prinzip jetzt das durchmachen, was die Deutschen schon durchgemacht haben. Apropos Deutschland, heute kommt der IFO-Index als einziges wirklich relevantes Konjunkturdatum. Und hier sehen wir, was mit diesem Index los ist, der wirklich so wichtig ist, weil eben hier Entscheider gefragt werden, Leute, die wirklich an der Quelle sitzen und nicht irgendwelche Finanzprofis und Analysten wie ich, die gar keine Ahnung haben und halt ein bisschen dumm daher schwätzen. Nein, das sind die Leute, die wirklich wissen, was in ihrem Business passiert. Wir sehen, der Index massiv abgestürzt. Jetzt so ein kleiner Versuch einer Erholung. Gestern hatten wir ja gesehen, die deutschen Einkaufsmanager-Indizes, inzwischen das wichtigste Konjunkturdatum mit dem IFO, viel wichtiger als der ZDW-Index, mit Exportneuaufträgen 14. Monat in Folge gefallen, Beschäftigung erstmals rückläufig, Nullerholung sozusagen erkennbar, auch jetzt der Dienstleistungssektor in Mitleidenschaft gezogen. An das alles könnte den Amerikanern noch bevorstehen. Wir haben gestern zum Beispiel die Verkäufe neuer Häuser gesehen und wir sehen, dass die Preise in den USA rückläufig sind jetzt seit einiger Zeit. Also da ist auch ein bisschen Stress im System, wie es scheint, der sich so langsam aufbaut. Und wir haben dann gestern ja auch gesehen in Sachen USA die Rede von Mike Pence, der eben letztendlich hier diesen amerikanischen Tenor wiederholt hat, der gesagt hat, die amerikanischen Arbeiter wurden im Grunde von den Chinesen betrogen, die Chinesen haben Wachstum gehabt, bei uns sind die Jobs weggegangen. Kein Wort davon, dass möglicherweise die Produktion, die Arbeit schlicht zu teuer ist, weil die Amerikaner mehr konsumieren, als sie produzieren, über ihre Verhältnisse leben. Das war überhaupt nicht das Thema. Die bösen Chinesen waren es. Das war schon eine ziemlich harsche Rede, wie ich fand, auch wenn so die Headlines so gemäßigt klangen. Ja, wir wollen China nicht unterdrücken. Nein, nein. Wir wollen sozusagen einfach nur ein faires Spielfeld haben. Ist natürlich echt ein Punkt. Nur hat das, was die Amerikaner machen, mit fairem Spielfeld nicht viel zu tun. Man bei den Chinesen sowieso nicht, das sei ja mal zugegeben, aber das, was die Amerikaner machen, ist wie so ein
ein verwöhntes Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Man ist nicht bereit, wie die Chinesen eben, sich ein Stück weit zu opfern, alles in Bildung zu investieren, zu arbeiten bis zum Umfallen. Da sind die Amerikaner schon lange drüber hinweg und beschweren sich jetzt sozusagen, dass die Chinesen eben fleißiger sind, bildungsfokussierter sind. Das alles ist natürlich die Saga, die Mike Pence hier gestern wiederholt hat. Und jetzt kommen die Chinesen und sagen, Mensch, also wir wollen doch jetzt so wahnsinnig viele US-Landwirtschaftsprodukte kaufen, aber dafür bitte, dann schafft ihr mal die Zölle ab, die jetzt im September nochmal erhoben wurden. Und das wird genau nicht passieren. Donald Trump wird sagen, wie bitte? Ihr kauft jetzt erstmal schön ein paar Milliarden an Landwirtschaftsprodukten und dann können wir ja mal gucken. Das Einzige, was Trump bisher gemacht hat, ist diese Mitte-Oktober-Anhebung zu verschieben. Die Dezember-Anhebung steht ja noch im Raum. Also hier ist im Grunde der neue Stress vorprogrammiert. Die Global Times und andere Medien, um hier nochmal drauf zurückzukommen, sagen, ja, die Amerikaner, die spielen Good Guy, Bad Guy. Der Bad Guy sei halt jetzt mal gerade Mike Pence, aber nein, der eigentliche Bad Guy für China ist der Donald Trump, denn dieser Schmusekurs, der wird nicht lange anhalten. Trump braucht jetzt ein bisschen Ruhe angesichts auch dieser Turbulenzen, innenpolitischen Turbulenzen, wird nicht lange weitergehen. Apropos Streik, wir waren ja bei den Volumina und bei Streik. Jetzt ist es so, dass die Regierung Johnson offenkundig streiken will. Hier hat gestern ein Sprecher des Ministerpräsidenten Johnson gesagt, nichts wird vor das Parlament kommen, bis auf so absolut das Minimalste, was überhaupt sein muss. Wir werden eine Wahl haben, eine Neuwahl haben und wir werden das jeden Tag, wenn wir das nach vorne pushen und werden sozusagen alles andere boykottieren. Das heißt, hier streikt jetzt auch die Politik. Erst streiken die Märkte, jetzt streikt auch die Politik. Was ist da los? Man merkt insgesamt, dass das Interesse an Finanzmärkten, an Börse, an Finanzmedien derzeit stark rückläufig ist. Irgendwie sind alle so im Tran. Irgendwie ist das vielleicht die Ruhe vor dem Sturm. Keine Ahnung. Es ist kaum erklärbar, was derzeit wirklich abläuft. Schauen wir uns die Charts an. Was ist heute zu erwarten? Wenig Bewegung im asiatischen Handel. Hier der S&P 500, die Charts von Capital.com, Sie ahnen es. Und wir sehen hier, dass der Index im Grunde in einer Spanne zwischen 2880 und 3010, also etwa in einer Range von 1% seit Tagen, wenn nicht seit Wochen, gefühlt seit Wochen, sich bewegt. Es tut sich da nicht wahnsinnig viel. Wir sehen die Bewegung gestern hier bei Tech nach den enttäuschenden Zahlen von Amazon. Intel gestern allerdings sehr gut. Wir sehen den Dow Jones, der sich da etwas besser hält, 26.883. Der DAX ohnehin schmerzfrei derzeit. Da scheint man eben die Erholung zu spielen, die die Amerikaner jetzt erst, also die Erholung nach der Krise zu spielen. Ob die kommt, das ist eben die Frage. Die Daten geben es jedenfalls nicht her. Die Amerikaner haben diese Krise wahrscheinlich noch vor sich, 12.867, auch unbenommen vom Brexit. Das britische Pfund geht nach unten. Der DAX feiert die kleinste Headline, wenn es heißt, die EU ist bereit, den Brexit-Termin zu verschieben. Wir sehen den Euro-Dollar 1,1106, Gold bei 1.504 und wir haben den Ölpreis bei $55.90. Also es ist echt ein Rätsel. Sind es nur die fehlenden Buybacks, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist einfach so, dass derzeit irgendwie eine Ruhe ist, die irgendwas ankündigt möglicherweise. Jedenfalls kann das nicht so weitergehen. Das ist ein Geisterspiel, was da stattfindet. Praktisch ein Fußballspiel ohne Kulisse. Und eigentlich gibt es ja genug Themen. Wir haben die FED, die hier agiert. Wir haben die EZB gesehen, die das Quantitative Easing jetzt beginnen wird. Apropos EZB, heute Abend ja kein Marktgeflüster, aber weil ich nicht da bin, aber wer da ist, das ist Major Rütting und der hat hier Revolutionäres angekündigt. Man muss die Geschichte der EZB neu schreiben, hat er gesagt, als ich ihn gefragt habe, was wirst du denn da erzählen? Lassen Sie sich überraschen, meine Damen und Herren, heute Abend statt des Marktgeflüsters Major Rütting über Mario Draghi, das wird eine absolute Weltsensation. Und jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und...